is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wir werden einander erkennen. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wie die Jünger Jesus erkannten, so werden auch wir unsere Freunde erkennen. Vielleicht waren sie in diesem vergänglichen Leben missgebildet, krank oder entstellt, aber sie werden vollkommen gesund und wohlgeformt auferstehen. Und doch wird in dem verherrlichten Körper ihre Identität vollkommen erhalten bleiben. In dem Gesicht, das den Lichtschein vom Antlitz Jesu widerstrahlt, werden wir die Züge unserer Lieben wiedererkennen. Die Erlösten werden die Leute treffen und wiedererkennen, die sie auf den erhöhten Heiland aufmerksam gemacht haben. Das werden Gespräche sein, die diese Seelen miteinander führen werden. Da sagte einer: Ich war ein Sünder, lebte ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, aber du kamst zu mir und hast mich auf den wunderbaren Erlöser als meine einzige Hoffnung hingewiesen. Andere werden sagen: Ich war ein Heide in heidnischen Ländern. Du aber hast deinen Freundeskreis verlassen, dein bequemes Haus, und bist zu mir gekommen, um mir zu zeigen, wie ich Jesus finden könnte und an ihn als den einzig wahren Gott zu glauben. Da habe ich meine Götzen verschlagen und Gott angebetet. Und jetzt sehe ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Ich bin gerettet, auf ewig erlöst, damit ich nun immer den anschauen kann, den ich so sehr liebe. Andere werden denen danken, die Hungrige gespeist und Nackte bekleidet haben. Als mich die Verzweiflung ganz in den Unglauben trieb, sandte der Herr dich zu mir, sagt sie. Und du hast so ermutigend und tröstlich mit mir geredet. Du hast mir etwas zu essen gebracht, hast meine körperlichen Bedürfnisse gestillt. Und dann hast du mir das Wort Gottes geöffnet und mir meine geistlichen Bedürfnisse bewusst gemacht. Du hast mich als Bruder behandelt. Du hast an meinem Kummer Anteil genommen und hast meine verletzte und verwundete Seele aufgebaut, sodass ich die Hand Christi ergreifen konnte, die schon längst zu meiner Rettung ausgestreckt war. Du hast mich in meiner Unwissenheit geduldig gelehrt, dass ich einen Vater im Himmel hatte, der sich um mich kümmert. Du hast mir die köstlichen Verheißungen der Bibel vorgelesen. Du hast in mir den Glauben geweckt, dass er mich tatsächlich retten würde. Mein Herz wurde weich, demütig. Ja, es brach, als ich das Opfer überdachte, das Christus für mich gebracht hat. Hier bin ich nun, auf ewig gerettet, um immer in seiner Gegenwart zu leben und den zu preisen, der sein Leben für mich gab. Das wird eine Freude geben, wenn diese Erlösten solche treffen und begrüßen, die sich für sie verantwortlich gefühlt hatten. Wir werden die Herzen all derer vor innerer Befriedigung schneller schlagen, die nicht sich selbst zu Gefallen gelebt haben, sondern um den Unglücklichen ein Segen zu sein, die so benachteiligt waren. The Lord is coming. Are you ready?